Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Wasserzeichen, meine lieben Fische, Krebse, Skorpione, zur Neumondenergie am 11.2. Ja, ein kraftvoller Neumond, von dem ich selbst noch gar nicht so genau weiß, in welche Richtung er uns führen möchte. Das, was der Neumond immer mit sich bringt, ist Neuanfangsenergie. Und mein Neuanfang bestand heute darin, Schnee zu schaufeln. Schnee, Schnee, Schnee. In weiten Teilen Schnee und kalt und ja, eine Zeit des Stillwerdens, des ja nochmal ruhiger Werdens bei dir ankommt. Das ist das, was ich so wahrnehme. Und ich möchte jetzt hier gerne mal schauen, wie sich die Energien zeigen. Mein Name ist Sirut Sabine Haller und alle Infos zu den Karten, zu meinen Kartenreadings und auch zu einem persönlichen Reading findest du unten in der Infobox. Und ich habe hier heute wieder die schönen Karten mitgebracht, auch die sind unten verlinkt. Und ich möchte jetzt gern hier für dich, mein liebes Wasserzeichen, mal schauen, welche Energie sich in diesem Neumond öffnen möchte, was es da gilt anzuschauen, wo es da gilt, vielleicht tiefer zu schauen, was sich so zeigt. So, ich hätte jetzt gerne eine Botschaft bitte für meine Fische, Krebse, Skorpione zu diesem Neumond am 11.2.21. Sind ja tolle Zahlen, ne? Dreimal die 1 und dreimal die 2. Fällt mir jetzt gerade so auf. So. Healing. Ich muss mal gerade hier auf meinen schlauen Zetteln schauen. Da ist es. Ich bin nämlich die Übersetzung hier extra. Erst nochmal das schöne Bild hier. Diese Heilung, die da aus dem Innen heraus aufsteigt. Sei sanft zu dir selbst. Balanciere deine unteren Chakren. Du bist der Liebe würdig. Übe dich in Selbstliebe. Du bist genug. Du bist genug, so wie du bist. Da muss nichts hinzugefügt werden, vielleicht etwas losgelassen werden, was das Innere gerade noch hier umschließt, weil so wie diese Lotusblüte sich hier öffnet, darf mehr und mehr Energie, Kraft von dir selbst aus dir herausfließen. Ich möchte jetzt gerne noch eine zusätzliche Botschaft hier mit meinem wundervollen mystischen Tarot für dich erbitten und hier springen lassen, was da so in dir jetzt aus dir heraus zum Vorschein kommen möchte. Na? Die sind nicht so gesprächig hier, die Karten. Das habe ich bei den anderen Readings schon gemerkt. Zack. Und dann geht es dann doch. So, auch zwei. Der König der Kelche. Hier geht es direkt auch um das Innere hier oben. Schau mal, das ist genial. Hell, bewusst, klar. Und hier, die See wird immer unruhiger und hier nach unten hin, wir haben ja hier auch von den unteren Chakren, war ja hier die Rede, wird es immer dunkler. Und da gilt es hinzuschauen. Und das Rad des Schicksals, was jetzt hier für dich einige Zahnräder neu ineinander einrasten lässt, vielleicht ein neues Bild, was sich zeigt. Auf jeden Fall kommt hier etwas in Bewegung in deinem Leben. Etwas in Bewegung, Bewegung aus dir heraus.
Wir schauen mal, was die Tarotkarten dazu sagen. Ah, ja, das, was in der Dunkelheit liegt, die 5 Münzen, alte Scham- und Schuldgefühle, Bedürftigkeit. Schau in die Tiefe. Die 3 Kelche. Und vielleicht hast du bisher, kommt mir gerade so, diese Scham- und Schuldgefühle, die da in dir, in deiner Tiefe liegen, im Außen überspielt. Die 3 Kelche sind das Erntedankfest, das ist das Feiern, das ist die Freude. Wenn ich da aber zu diesen beiden Karten hinspüre und zu dieser Tiefe, womöglich hast du da einiges an Gefühlen überspielt und die zeigen sich jetzt. Die 8 Münzen. Vielleicht hast du diese Gefühle auch mit Arbeit gedeckelt. Vielleicht hast du gedacht, wenn du nur an dir arbeitest, wenn du nur das Leben freudvoll siehst, dann wird es auch freudvoll, doch das, was da in der Tiefe liegt, möchte jetzt gesehen werden. Der Ritter der Kelche und hier die 8 Schwerter. Ja, das, was da in der Tiefe liegt, möchte jetzt gesehen werden. Diese Ängste vor Verletzung, diese Ängste, ja, die da womöglich dich aus der Bahn werfen könnten. Vielleicht hast du auch das Gefühl, wenn du hier wirklich deine Tiefe zeigst, dass du dann ausgeschlossen wirst. Der Ritter der Kelche, der trägt hier seine Gefühle in die Welt. Ich möchte gern eine Karte hier noch. Eine Karte bitte noch für meine Wasserzeichen. Ja, die Stille. Misch mal durch, mal fertig, okay. Die Stille. Die 4 Schwerter. Ja, und an der Unterseite, meine lieben Wasserzeichen, die 2 Münzen. Was ich total spannend finde hier ist, zum einen, du stapfst hier im Schnee rum. Schnee ist eine andere Form des Wassers. Sie ist weiß, der Schnee, der bedeckt alles, der hüllt alles ein. So wie heute Morgen, wie ich aufgestanden bin und meine ganze Welt hier unter locker 20 bis 30 Zentimetern Schnee eingehüllt war. Die 8 Schwerter, du hast zwar hier so eine leise Ahnung von deinen Gefühlen, weil du stehst da mit einem Fuß in einer Pfütze, weil mehr ist das hier nicht, und hast dich da auch abgeschnitten, ausgegrenzt, dich selber eingegrenzt und auch hier mit den 2 Münzen, der balanciert da in sich, ist es unruhig. Du siehst auch hier hinten die Wellen, wie unruhig da diese See ist. Und vielleicht ist da in dir gerade einiges im Aufruhr, einige alte, tiefe Gefühle, Ängste, die sich da womöglich zeigen, die womöglich hier in diesen unteren Chakren festsitzen. Und du bist eingeladen, hier mit den 4 Schwertern still zu werden. Mal deine Gedanken ruhen zu lassen, auch mal die Arbeit ruhen zu lassen. Selbst dieses, ich nehme das hier wirklich so wahr, als wenn du deine Gefühle hier an manchen Stellen auch überspielst. Selbst das mal ruhen zu lassen und wirklich ganz bei dir anzukommen.
Und hier das Bild des Königs der Kelche, das zeigt das sehr, sehr gut. Wie gesagt, hier oben, obere Bereich, obere Körperhälfte, die oberen Chakren, das ist alles offen, das ist weit, das ist klar. Und je mehr es nach unten in die Tiefe geht, umso dunkler ist es. Vielleicht kommt da auch in dir eine Angst hoch vor dieser Dunkelheit in dir, vor diesen tiefen Gefühlen vielleicht auch. Vielleicht steckt da auch noch ganz viel alte Verletzung, die da gebunden ist, aus alten Beziehungen, aus der Kindheit, wo du dir bisher noch nicht erlaubt hast, da hinzuschauen. Gegebenenfalls, wenn sich das öffnet, hast du die Möglichkeit, dir da Hilfe und Unterstützung zu holen, um da tiefer zu schauen. Dann lässt sich das alles in dieser Zeit sehr, sehr kraftvoll klären und heilen. Denn es geht darum, dass sich das Rad des Schicksals hier für dich weiterdrehen möchte. Und solange du hier dieses Rad anhältst und dich in diesen, ich möchte es schon fast sagen, Einschränkungen und Mustern gefangen hältst, die dir in gewisser Form eine Struktur geben, dass du mit deinen Gefühlen klarkommst, solange kann sich aber dieses Rad des Schicksals nicht weiterdrehen. Und das Weiterdrehen hat eben diesen Sinn. Und wenn du, ich muss mal die zwei Scheiben hier wegtun, wenn du die Karten hier betrachtest, dann ist das so deutlich zu sehen. Es geht darum, diese Tiefe anzuschauen. Hier, wo bei dem König der Kelche noch Dunkelheit ist, öffnet sich da die Lotusblüte und diese Kraft, die da in dir bisher verborgen ist, die darf sich jetzt entfalten. Du darfst wirklich mit deinem Atem, mit deinem Bewusstsein da tief in diese Dunkelheit eintauchen, damit sich diese Lotusblüte, die da vielleicht ja verkapselt und als Schmerz vielleicht auch noch sitzt, zu auf jeden Fall, damit die sich langsam öffnen kann in deinem Tempo. Es geht nicht darum, das jetzt zack aufzubrechen. Das würde da alles durcheinander werfen. Es geht darum, wirklich Blatt für Blatt für Blatt für Blatt für Blatt zu öffnen, tiefer zu schauen, was dich da zurückhält, welche Angst dich da einschränkt und dann, ja, mit dem, was da in deiner Tiefe ist, in die Welt zu gehen. Schritt um Schritt. Und dieses Pferd hier von dem Ritter der Kelche, das setzt bedächtig Schritt um Schritt nach vorne. Das steht nicht starr wie das Pferd des Ritters der Münzen. Es galoppiert auch nicht leidenschaftlich voran wie das Pferd des Ritters der Stäbe. Und schon gar nicht prescht es vor wie das Pferd des Ritters der Schwerter. Nein, es geht Schritt um Schritt um Schritt. Und so kannst du Schritt um Schritt um Schritt tiefer schauen, kannst dir anschauen, wieso du dich hier außen vor fühlst, wieso du dich hier einsam, allein, verlassen fühlst, was das in dir macht. Und du kannst still werden und dich ja von einem und dem nächsten Schwert hier befreien. Genial finde ich immer, wenn diese beiden Karten gemeinsam auftauchen. Müssten sie eigentlich so rum, müsste ich sie halten. Denn das ist das, wo du dich gerade hier einsam, verlassen, ausgeschlossen, bedürftig fühlst. Vielleicht auch, ja, nicht würdig, vielleicht auch einsam und da im Schneerumpf stapfst und keinen Weg findest. Wenn du das Blatt wendest, kannst du erkennen hier, dass dieses Kirchenfenster beleuchtet ist oder ob es jetzt eine Kirche ist, das sei dahingestellt, dieses bunte Fenster. Und wenn du bereit bist, nach innen zu schauen und still wirst,
dann kannst du bei dir ankommen und kannst durch dieses bunte Fenster nach außen schauen in dein Leben. Oder besser gesagt, erstmal in deine Tiefe, denn genau darum geht es, dir darüber bewusst zu werden, wo du dich hier noch zurückhältst, wo du deine Gefühle noch einschränkst, wo du dich noch nicht traust, nach außen zu gehen, wo du dich hier mit einem fröhlichen Gesicht, mit Arbeit ablenkst. Und ja, du magst da schon viel dran gearbeitet haben. Und doch sind hier Aspekte angezeigt, die jetzt noch geklärt werden möchten. Und ich habe so das Gefühl, dass es wirklich an diesem Neumond, das ist jetzt hier das dritte Reading, was ich aufzeichne, wirklich um diese sexuelle Kraft geht, um diese schöpferische Kraft, die aus uns heraus, also aus diesen unteren Chakren heraus, sich entfaltet. Und dass sich das Rad des Schicksals jetzt mal genau in diese Tiefe hineindreht, um aus dieser Tiefe heraus wieder emporzusteigen. Und dann findest du in dir hier wirklich eine ganz neue Balance, nämlich dass das Obere mit dem Unteren verbunden ist, dass Licht und Dunkel zwei Seiten einer Medaille sind, dass männlich-weiblich nur in ihrem Zusammenspiel das Rad des Schicksals in Bewegung setzen können. Es ist wirklich so ein Ineinandergreifen. Und genau so möchte sich jetzt dein Leben, es lädt dich ein, da tiefer zu schauen, dass diese Zahnräder jetzt ganz neu ineinandergreifen können und dass du spürst, dass da nichts in dir ist, was du zurückhalten müsstest, dass jeder Aspekt in dir da wirklich wichtig ist, sehenswert ist, wenn er erstmal für dich alleine sehenswert ist. Denn es geht in allem immer in erster Linie darum, dass wir uns selbst sehen, dass wir uns selbst annehmen, wie wir sind, um dann ja, damit ins Leben zu gehen. Meine lieben Wasserzeichen, auch bei euch hier eine wirklich kraftvolle Energie zu diesem Neumond. Und ich möchte jetzt in der Fortsetzung gern nochmal eine Ebene tiefer schauen. Hier geht es ja auch wirklich um die Tiefe, so dass du für dich da neu erkennen kannst, wie eben diese Zahnräder ineinander greifen und wie das Rad des Schicksals dich jetzt genau auf deine Position bringt. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox und für alle Fische, Krebse und Skorpione, die nicht mit zur Fortsetzung kommen, ja, erlaubt dir wirklich nach innen zu gehen, erlaubt dir diese Gefühle, die da in deinen unteren Chakren abgespeichert sind, zu befreien, zu fühlen, denn nur durch dein Fühlen können sie verwandelt werden und befreit werden. Es ist alles wundervoll an dir. Und ja, Heilung liegt in der Luft. Sei da wirklich liebevoll mit dir und erlaub dir deine Tiefe. Alles Liebe zu dir.